Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Open Office. Heute geht es um diese Taskleiste hier. Wir haben die im ersten Video zwar schon mal angerissen, aber jetzt nochmal genauer, was das alles ist. Ja, fangen wir mal mit dem hier an. Das ist die Schriftart und wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe Hallo YouTube, dann kann ich hier, wenn ich auf diesen Pfeil hier klicke, die Schriften ändern. Gibt es jetzt halt ziemlich viele. Und ich könnte mir halt einfach mal eine aussuchen. Nehmen wir mal die hier. Und jetzt ist das Ganze ganz schön klein. Das liegt auch an der Schriftart. Also bei anderen ist es vielleicht größer, bei anderen kleiner. Es ist halt so. Ja, wie ihr Schriftarten installiert, haben wir in einem GIMP-Video schon erklärt. Das ist genau das gleiche und ich werde den Link mal kurz einblenden. Ja, um das Ganze jetzt wieder größer zu machen, weil so kann man es ja kaum lesen, gibt es hier neben die Schriftgröße-Option. Ich habe auf den Pfeil hier geklickt, sind ein paar Größen vorgegeben, aber natürlich kann man auch selber was eingeben. Sagen wir mal 30. So könnte man es lesen. Oder wenn man jetzt wie ein Plakat braucht, nehmen wir mal 90, geht noch mehr, 120, dann wäre das schon ganz schön groß, wie ihr seht. Ich mache es mal wieder so auf 60, noch gut erkennbar. Genau. Ja, jetzt haben wir ja hier die Option, das Ganze fett zu machen. Habt ihr gesehen, ist gerade ein bisschen dicker geworden. Macht das mal wieder weg. Oder kursiv, also schräg. Das könnte man zum Beispiel bei Zitaten machen oder ähnlichen Sachen. Oder natürlich unterstrichen, zum Beispiel für Überschriften oder sonstige Sachen. So, kommen wir nun hierzu. Mit diesen vier, ja, mit den vier Optionen hier kann man auswählen, wo der Text steht. Also hier ist linksbündig. Das heißt, wir fangen von links an zu schreiben, logischerweise. Und es steht auf der linken Seite. Wir haben es ja hier markiert. Ich klicke einfach mal auf zentriert. Und zack, ist es in der Mitte. Das heißt, wenn wir jetzt weiterschreiben würden, schreiben wir in der Mitte weiter. Mache ich wieder weg. Und dann gibt es halt noch rechtsbündig. Da wäre das dann hier auf der rechten Seite. Und wir würden von hier einfach weiterschreiben. Das sieht man ja auch relativ einfach. Ja, ansonsten gibt es noch den, Moment, ich gehe mal wieder auf linksbündig, den Blocksatz. Das bringt jetzt hierbei nicht so viel, aber wenn ihr zum Beispiel ganze Texte habt, Moment, ich überlege mal kurz. Damit man die Option, ups, Blocksatz erkennen kann. So, ihr seht schon, die Wörter enden immer an dem gleichen, also enden immer auf der gleichen Höhe des Blattes. Das ist halt Blocksatz. So sind zum Beispiel Bücher geschrieben. Ich mache es mal kurz wieder weg. Ups. Jetzt endet das E ein bisschen weiter hier und das Z auch und das T ist dafür ganz weit vorne. Und Blocksatz bündelt das halt alles hier hinten dran. Ja, okay, des Weiteren haben wir hier noch, was noch relativ wichtig ist, ist die Zeichenfarbe. Wählen wir mal blau aus, ist unser Text dann halt in blau. Geht natürlich auch in allen anderen Farben, die hier sind. Ja. Ups, geh mal zu. So, ich habe es immer noch markiert. Ich lasse den Text jetzt einfach mal blau. Und jetzt kann man sowas wie einen Textmarker benutzen. Ich nehme mal jetzt als Beispiel ein Rot. Das erkennt man ganz gut. Und hier ist irgendwas falsch, warum auch immer. Auf jeden Fall, jetzt ist der Hintergrund rot unterlegt, als hätte ich da mit dem Textmarker drüber gemalt. So kann man halt besondere Sachen im Text hervorheben. Wenn man das jetzt wieder wegmacht, dann ist es hier wieder ganz normal. Ja, okay, das war's auch schon wieder in diesem kurzen Tutorial.
Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dahin, ciao.